So, Freunde, jetzt geht es weiter. Lesen wir mal den Zettel. Hey, hey! Ich schon klettern. Kletteranleitung für Rankenklimmer. Klettern Sie mit L, um auf den Ranken auf und um Ranken herum. Sie wechseln die Ranke, indem Sie L in Wunschrichtung halten und B drücken. Rankenklettern wird empfohlen, die Schatten als Hilfe zu verwenden. Okay. Oha. Junge. Schatten. Junge, was ist denn? Alter. Ich hoffe, ich kann nicht von den Wolken fallen. Oh mein Gott. Daneben. Junge, was ist denn hier los? Hochklettern, bitteschön. Alter. Oh mein Gott, fällt auch noch da runter. So. Oi. Es ist ja... Ich hab's nicht so. Junge, du musst auch hüpfen. Ach komm, ist nur eine... Alter! Das ist echt übelst gemacht irgendwie. Ey, was ist das denn? Einfach in der Luft wieder runtergejumpt. Heiße Quelle. Ha. Okay. Hier geht's zur heißen Quelle, aber nur Mitglieder der Königsfamilie dürfen darin baden. Und ihr, seht nicht besonders königlich aus. Ernsthaft? Weg da. Oh. Hm. Aha. Nimbusland. Bürger von Nimbusland. Alle die Klappe halten. Seine Hoheit König Nimbus geht es schlechter und schlechter. Es ist sicher, dass wir unseren geliebten Herrscher verlieren werden. Aber... Wir haben Glück im Unglück. Rein zufällig habe ich nämlich den längst verloren geglaubten Prinzen gefunden. Prinz Mallow weilt wieder unter uns. Prinz Mallow, tretet vor. Eure Hoheit, bitte. Raus mit dir, verdammt. Hm? Tja,
Ich bin untröstlich, aber unser kleiner Prinz leidet wohl etwas an Lampenfieber. Jetzt heute noch. Setz dich in Bewegung, sonst setzt was. Bitte, das Tor ist zu eng. Ha, ist auch ständig was anderes mit dir. Aha, ja. Yeah. Bürger, ich präsentiere seine Hoheit Prinz Mello. Willkommen zurück, Prinz Mello. Wie groß ihr geworden seid, eure Hoheit. Geradezu wuchtig, jawohl. Was ist, mein Liebster? Ich soll den Leuten etwas sagen? Damn. Oh, bitte, du willst, dass ich... Aber eure Hoheit, mir fehlen schier die Worte. Ist da etwas euer Ach, wie wird mir. Doch, ich will eurem Wunsch folgen. Hört, Leute, ich nehme seine Hoheit bitte an und werde fortan Königin an seiner Seite. Königin Valentina. Geht runter wie Sahneschaum. Okay, das war's im Groben. Audienz beendet. Und jetzt weg mit euch, Glümmel. Kehrt, marsch, du Träne. Träne? Das gibt's doch nicht, so ein Zufall. Es gab einen verlorenen Prinzen und er heißt sogar genau wie ich. Naja, auf jeden Fall sollten wir uns rasch aufmachen und die übrigen Sternstücke suchen. Stimmt doch, oder? Verlaut da hin und her. Habe ich die ganzen Sternstücke vergessen. Heimschatz. Oh je, den Gesichtsausdruck kenne ich doch. Der sagte mir, ich suche was Bestimmtes. Na dann, was kann ich für euch tun? Kaufen. Gruppenreinigung, halt Statuseffekte im Kampf. Vielleicht sollte ich mir mal sowas gönnen. Man weiß ja nie, wofür es gut ist, ne? Ahornsirup, stellt BP wieder her. Können wir auch mal ein paar kaufen. Zack. Mega-Handschuh. Oh, der ist ja stärker als das, was ich habe. Gönnen, anziehen. Gönnen, anziehen. Gönnen, anziehen. Gönnen, anziehen. Klamotten? Abwehr plus 21. Ha. Kuschelhose plus 6. Plus? Nee, ich krieg 24 Basispunkte dazu und wir gehen 25 flöten, also. Ja, mein Schutz geht hoch, aber... Boah. Ist jetzt nicht so der Kracher, du. Aber wir kaufen es mal, wer weiß. Naja, nicht anziehen. Das kaufen wir auch, ziehen wir an, das ist besser. Kuschelcape können wir auch anziehen. Und Kuschelkleid können wir auch anziehen. Sieht schick aus, so, alles klar. Was haben wir noch hier am Start? Gute Münze am Start, check. So, wer seid ihr? Ich habe früher für König Nimbus gearbeitet, aber plötzlich eines Tages kam Valentina zu mir und sagte, ich sei gefeuert. Ich verstehe das einfach nicht. Er braucht doch Hilfe, er ist doch krank. Mir fehlen all die Besucher, die sonst herkamen. Niemand kommt mehr zu uns hoch. Mögen sie uns nicht mehr? Weiß ich nicht. Willkommen, hereinspaziert. Eine Nachtruhe kostet 30 Coins. So müde sind wir jetzt auch nicht. Komm mal wieder, außerdem hast du nicht mal ein Bett hier. Kaputt. So. Sonst noch Schickes hier? Hallo. Nippitz, Nippitz. Jede Menge Menschen. Gibt's hier irgendjemand, der mir irgendwas Cooles sagen kann? Hey, schaut doch nur, das bin ja ich. Die Statue hier, kleiner Mann? Das ist König Nimbus, als er noch jung war. Aber Nanu, das ist ja, sag mal, wer bist du? Ich heiße Mello. Hallo. Und das hier ist mein Freund Mario. It's me, Mario. Mello, du bist es wirklich, Junge. Ach, es ist ja so unheimlich lange her. Was bist du doch für ein prächtiger junger Prinz geworden? Prinz? Dann bin ich es also wirklich?
Aha, so, so, sonnenklar. Du wurdest also vom großen Weisegewack großgezogen. Ja, kein Zweifel, ich sehe es dir an. Du bist ganz gewiss unser hochwohlgeborener Prinz. Mario, Mario, gehört? Der Mann sagt, ich bin ein Prinz und wohl hochgeboren oder so. Diese Valentina, ich wusste gleich, dass sie was im Schilde führt. Nur was genau, das war die Frage. Wenn der Prinz schon eine Lüge war, dann könnte das doch bedeuten, dass unser König überhaupt nicht so schwer krank ist, wie sie sagt. Ui, da aber nichts wie los zum Schloss und meiner Mutter und meinem Vater helfen. Wer da? Was willst du hier? Bengel, raus mit dir aus dem Palast sofort. Warte mal, Freunde, mir kommt da eine ausgezeichnete Idee. Kommt doch mal bitte hier rüber und stellt euch vor, mich, ja? Will aber doch nicht. Will erstmal hier rumgucken. Hey, hier ist sonst nichts. Hier stelle ich mich vor dich. Seid ihr bereit? Ja. Dann jetzt schön stillhalten, verstanden? So. Hey, nicht bewegen, habe ich gesagt. Ihr müsst nämlich nun ein Weilchen lang so tun, als wärt ihr eine Statue. Kapiert? Gut, dann wollen wir mal. Lieferung für den Palast. Die neuesten Werke, die Madame Valentina bei mir in Auftrag gegeben hat. Sehr gut, du darfst eintreten. Moment, was ist das denn? Die Statue hier, die sieht aber gar nicht aus wie Valentina. Huch. Klar tut sie das nicht, mein Bester. Es ist auch eine Statue von Valentinas Neffen. Der hieß, Mariotto. Alles klar, oder? Ihr Neffe? Mariotto? In Ordnung, rein damit. Puh, das war knapp. Gut, dass wir das hinter uns haben. Einen Neffen Mariotto gibt's übrigens keinen. Und Mariotto erst recht nicht. Welch entzückender Anblick, meine herrliche Schönheit. Vielfach strahlend wie die Sonne selbst. Gut gemacht, Garo. Nur du bist in der Lage, so etwas Atemberaubendes zu erschaffen. Ich danke euch, Majestät. Dann will ich mich sogleich empfehlen. Okay. Warte. Das hier. Dürfte man erfahren, was dieses durch und durch hässliche Gebilde darstellen soll? Das ist mein neuestes Meisterstück. Ich habe es nur für euch erschaffen. Es ist abstrakte Kunst, jawohl. Und es heißt, auf der Suche nach dem verlorenen Bruder. Schaut hier, der volle Schnurrbart. Er symbolisiert die Erfülltheit des Herzens mit wahrer Bruderliebe. Und die keck hervorlugenden Koteletten. Sie stehen für die kleinen, aber markanten Gefühle, die man nur ganz verhalten der Welt zeigen möchte. Was? Die man nur ganz... Dazu die Beine, wohlgeformt, voller Stärke. Wer stimmt? Komisch, vor Sprungkraft. Denn das Leben erfordert oft große Sprünge von uns. Sagt, gefällt euch mein Werk? Also so betrachtet? Ja, ich als unfehlbare Kunstkennerin hab's sofort erkannt. Es ist spektakulär. Gut gemacht, Garo. Du hast meine herrliche Schönheit und meine gewaltige Kraft gebührend verewigt. Sehr gut, Garo, sehr gut. Danke, Majestät, danke. Ihr seid zu gütig. Dann... auf bald, ich weiche. Juhu, köstlich, diese Schönheit. Hier, her mit dir. Ach, Dodo, her mit dir. Sitz nicht rum wie ein Huhn auf der Leiter und komm gefälligst Statuen schleppen. Dodo, tanz an. Mach.
bin ein Gold-Mario. Dodo, hast du die Statuen ordentlich aufgestellt? Freut mich. Dann los, polier sie, solange bis sie glänzen und strahlen wie meine herrliche Schönheit. Hörst du überhaupt zu? Ab mit dir, faules Ding, und wehe, ich erwische dich wieder beim Nickerchen machen. Uff, das war richtig schlimm. Dodo ist sicher nicht gerade gute Laune. Spiel weiter Statue, so gut du kannst, aber wenn Dodo dich picken will, dann spring, nur so weichst du einem Schnabel aus. Mach dich bereit, er ist auf dem Weg. Bitte, was faselst du da? Die Statue ist kitzelig? Faule Ausrede, du willst doch nur vor der Arbeit drücken. Marsch zurück, sonst geht's dir an den Kragen. Verdammt. Es reicht langsam. Wenn du solche Angst vor den Statuen hast, dann lass sie doch deinen Stapel spüren. Na gut, dann kämpfen wir halt. Alter, zweimal. So, jetzt reicht's mir. Jetzt gibt's auf die Nase. Das kann ich nicht bin. Alter!
Hier geht's nicht weiter, war nur für die Blumenkapsel. Okay. Das sind gar keine, das sind ja Feinde. Ich dachte, das wären meine Freunde. Warum habe ich denn das jetzt geholt? Egal. Junge, wo sippert denn hier? So, jetzt reicht es mir. Jetzt gibt es. Hallo? Achso. Hä? Was ist das denn jetzt? So. Blumensetter halten. Klar möchte ich den haben. Cool, Generalschlüssel. Lastschlüssel 1 erhalten. Gucken wir mal. Alter, warum? Warum? Das ist das Ei. Ich bin ja so einsam, spielt ihr vielleicht mit mir? Oh, klar. Ui, danke. Das ist nicht zu spielen. Hallo, jemand drin?
Oh, Birdo. Hallöchen. Ich bin Birdo. Okay. Klatsch. Nochmal Klatsch. Was bringt dir das jetzt? Ach, ich werde euch die wieder gehen lassen. Ihr seid einfach zu niedlich. Oh. Oh, Verlassschlüssel 2 erhalten. Vergesst mich nicht, ja? Hm. Blick hier gerade gar nicht durch. Achso, hier geht's nicht weiter. Gucken. Irgendwie renne ich. Ihr Nervensägen. Bin ich denn jetzt? Eine Minute noch. Eine Map wäre cool. Doch, was ist denn los? Außer hier hunderte von Gegnern, hunderte von Wegen. Sag mal. Ich bin jetzt im Kreis gelaufen. Och Mann. Hä? Hier bin ich doch. Genau, ich bin hier lang gelaufen. Hä? Nee, hä? Bin ich komplett durcheinander? Oh nee, hier geht's raus. So, jetzt habe ich die Map im Kopf. Okay. Aber die Zeit ist schon wieder eng, deswegen gehen wir hier erst im nächsten Part rein.